Zeuge Karl Höblinger, Österreich, Kraftfahrer, 54 Jahre alt, 61. Verhandlungstag, 3.7.1964. Karl Höblinger, wie alt sind Sie? 54. 54 Jahre alt, Sie sind geschieden oder wieder verheiratet? Verheiratet. Verheiratet. Sie wohnen in Wien? Ja, 23. Und Sie sind von Beruf Kraftfahrer? Ja. Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit einem der Angeklagten? Ich weiß nicht, wer angeklagt ist. Dann will ich es Ihnen vorlesen. Aber ich glaube auf keinen Fall, der Verwandte hab. Es ist, sind folgende Personen angeklagt. Mulka, Höcker, Boger, Stark, Dülewski, Broad, Schobert, Schlage, Hofmann, Karduk, Baretzky, Breitwieser, Dr. Lukas, Dr. Frank, Dr. Schatz, Dr. Capesius, Kleer, Schärpe, Handel, Neubert und Bednarik. Sind Sie mit einem dieser Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Herr Höblinger, Sie... Ich mache Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass Sie das Recht haben, die Aussage zu verweigern, wenn ich Sie nach Dingen frage und Sie durch Beantwortung und eine wahrheitsgemäße Beantwortung dieser Fragen sich selbst einer strafbaren Handlung bezichtigen müssten. Ist Ihnen das klar geworden? Ja. Also Sie müssen sich nicht selbst belasten, können in solchen Fällen mir sagen, ich will diese Frage nicht beantworten, aber Sie dürfen sie nicht falsch beantworten oder zu Unrecht sagen, ich weiß es nicht, wenn Sie es doch wüssten. Ja? Ja. Herr Höblinger, Sie sind Mitglied der NSDAP gewesen und wurden wann und wie kamen Sie zur SS? Na, ich war beim Bundesheer, ja. Wo beim? Beim Bundesheer. Beim Bundesheer. Und von dort aus kam ich dann zur Wehrmacht. Und von der Wehrmacht, nicht wahr? Zur Umschulung, ne? Und nach der Wehrmacht kam ich zur SS. Zur Waffen-SS? Zur Waffen-SS. Oder allgemeinen SS? Nein, Waffen-SS. Waffen-SS. Was haben Sie dort für einen Dienstgrad gehabt? Bis zum Schluss, bis zur Degradierung, Rotenführer. Rotenführer. Und warum und wann sind Sie degradiert worden? Ich glaube, das liegt ja schon auf, glaube ich, Herr Richter. Das ist 40er Jahr bin ich degradiert worden. Zum SS-Mann oder was? Zum SS-Mann, ja. Ja, und warum? Wegen Organisationen. Und? Also, weil Sie dort sich was zugeeignet hatten, was Ihnen nicht zukam. Ja. Was haben Sie, also, wann sind Sie in Auschwitz gewesen? Wann? Von 40. Moment, bitte. Das weiß man nicht mehr so, nicht wahr? Ist ja schon wieder eine Zeit vergangen. Nein, ich hab's nicht bei mir, leider. Nein. Bis 40 war ich heute in Auschwitz, es war ungefähr 2 Jahre. Ne? Bis wann war es? Nein, 40 bin ich eingerückt und 43 bin ich von Auschwitz weg. Sie haben mal bei Ihrer Vernehmung vor dem Landesgericht in Wien im Jahre 1962, haben Sie einmal gesagt, es wurden Traktorfahrer für die Landwirtschaft gesucht. Da habe ich mich gemeldet. Und aufgrund meiner Meldung kam ich noch vor Weihnachten 1942 nach Auschwitz. Na, wird so gewesen sein, bitte. Ja. Und waren Sie dort bei den Traktoren und haben Sie dort Traktor gefahren oder ja. nicht? Lange oder wie? Ich habe Traktor gefahren, dann bin ich zur Kompanie gekommen, von der Kompanie bin ich zur Vorbereitschaft wiedergekommen. Sie haben zunächst Traktor gefahren, dann sind Sie zur Kompanie, nämlich zur Wachkompanie gekommen. Wachkompanie, ja. Und von dort kamen Sie zur Fahrbereitschaft. Ja.
Und wie lange waren Sie bei der Fahrbereitschaft etwa? Ungefähr ein Jahr. Ungefähr ein Jahr. Und kamen von der Fahrbereitschaft dann weg, das hing wohl mit Ihrer Degradierung zusammen. Ja. In eine Strafkompanie in Danzig der Nähe von Danzig. Danzig-Matzgau, ja. Bitte? Danzig-Matzgau. In der Nähe von Danzig. Ja. Nun, wer war denn damals Lagerkommandant, wie Sie dort... Höss. Höss. Und wie hieß denn sein Adjutant? Ja, keine Ahnung, wie der geheißen hat. Kann ich mich nicht mehr erinnern heute. Können Sie sich nicht mehr erinnern. War denn der Adjutant nicht, oder ich will Sie so fragen, war der Adjutant auch Leiter der Fahrbereitschaft? Nein. Wer war denn Leiter der Fahrbereitschaft? Hauptscharführer Wiegand. Wiegand. Mhm. Und wie der Adjutant hieß, wissen Sie nicht? Nein. Wie hieß denn Ihr Kompaniechef? Na, damals. Na, da kann man ja nicht mehr. Wissen Sie nicht mehr. Nun, was haben Sie denn nun für Waren gefahren bei dieser Fahrbereitschaft? Hauptsächlich Sanka. Hauptsächlich Sanka. Und was wurde denn mit den Sankas gefahren? Nur Häftlinge. Nur Häftlinge? Also die Sanitätskraftwagen sind doch meistens so eingerichtet, dass sie für Liegende, für Bahren eingerichtet sind, nicht? Nur sitzend. Nur sitzend. Nur Sitzende. Und was, wo haben Sie die Häftlinge denn herumgefahren? Na, ich habe sie entweder ins Laboratorium geführt, wo sie behandelt wurden, oder was? Wo ins? Wo sie behandelt wurden, ins Laboratorium, ne? Das Laboratorium. Ja, ins Ding, in die... Häftlingskrankenbau. In den Krankenbau, ne? Den Stammbaum, in Stammbau. Ja. Da habe ich jeden Tag in der Früh holen müssen, nicht, und habe es reinführen müssen, ne? Und habe warten müssen, bis fertig waren mit der von Behandlung. Von wo aus mussten Sie sie denn holen? Von Birkenau. Von Birkenau? Ja. Und zwar aus den einzelnen Unterkünften heraus? Ja, die was mit Ohren oder Nasen oder mit Augen zu tun oder die was reintegrisiert werden haben müssen, oder die sind reingeführt worden und sind dort behandelt worden. Ja. Und dann, nach der Behandlung, haben Sie... Habe es wieder rausgeführt. Haben ja. Sie wieder rausgeführt. Mhm. Ja. Hatten Sie auch Nachtdienst dort? Ja, freilich. Und was mussten Sie denn in der Nachtdienst für Fahrten machen? In dem Nachtdienst? Ja, hauptsächlich, wenn Fahrten waren, dann vielleicht Transportfahrten. Transportfahrten. Und was verstehen Sie unter Transportfahrten? Wenn ein Transport angekommen ist, dann wird er, sagen wir vielleicht... Wenn ein Transport angekommen ist... Transport oder Judentransport. Aha. Wo kamen diese Transporte denn an? An der Rampe. Und wo war die Rampe? Birkenau. In Birkenau. Nun, erzählen Sie doch mal... Wo haben Sie denn Ihre Unterkunft gehabt? Wo haben Sie geschlafen in Auschwitz? Kommandantur. Im Kommandanturgebäude? In Kommandanturbaracke, Unterkunft, nicht wahr? Nehmen, ja. Also das war neben dem SS-Revier. Neben dem SS-Revier. Und wer hat Sie denn benachrichtigt davon, dass ein Transport ankam? Ja, der jeweilige Sankerfahrer hat ja immer Nachtdienst gehabt und der hat müssen mit dem Transport fahren, der was Nachtdienst gehabt hat. Ja, nun kam doch nicht jeden Tag ein Transport an. Nein. Und wer hat Sie denn nun davon in Kenntnis gesetzt, dass in dieser Nacht ein Transport angekommen sei oder ankommen wäre? Ja, das war mittels einer Sirene, ist das bekannt gegeben worden. Bekannt gegeben worden? Ja. Ja, und mit einer Sirene. Ja. Aha. Also Sie wussten, wenn die Sirene ertönt, dann mussten Sie was machen? Den Wagen vor der Vorbereitschaft hinfahren und warten auf die Sanitäter und auf den Arzt. Sie mussten mit Ihrem Sanka an die Fahrbereitschaft fahren, ja. Und dort warten auf die Sanitäter, also die Sanitätsdienstgrade und den Arzt. Ja. Und was machten Sie dann mit diesen Leuten? Da fuhr ich hinaus zum Transport. An die Rampe? An die Rampe. Und was geschah dann? Na, und dann von dort sind wir dann weitergefahren bis zu die Entkleidungs- und Vergasungsräume. Ne?
Bis an die Gaskammern. Und was machten dann die SS-Dienstgrade und was machte der Arzt? Ja, der Arzt, der ist natürlich bei mir, entweder ist er drin im Wagen sitzen geblieben oder ist er eben neben dem Wagen gestanden. Ne? Mehr hat er nicht gemacht und ist bei mir eben gewesen. Ne? Und die Sanitäter sind heraus und haben die Sachen halt gemacht, was sie dort verrichten müssen. Ne? Ja, also Sie haben, was für Sachen mussten Sie verrichten? Ja, die Vergasung müssten Sie vornehmen. Ne? Und wie haben Sie das getan? Ja, das weiß ich nicht. Genau. Haben Sie nichts gesehen, dass die vielleicht auf dem Dach gestiegen sind und dort Büchsen geöffnet haben und die Büchsen da hineingekippt haben? Ja, da sind sie nicht aufs Dach gestiegen. Nicht aufs Dach? Na, woher denn? Ja, wo waren denn diese Einrichtungen? Das war ja nur eine Luke, nicht wahr? Eine Luke? Ja, also da sind sie eben raufgestiegen mit der Gasmaske, nicht? Eine Luke? Da sind sie raufgestiegen. Wie hoch war denn diese Luke ungefähr? Na, man muss sagen, 2,5 Meter. 2,5 Meter, ging da eine Leiter hinauf? Eine Leiter ging rauf, ja. Leiter ging rauf, da sind sie raufgestiegen und was haben sie dann oben gemacht? Na, da haben sie die Büchsen entleert. Haben sie die Büchsen entleert? Hatten sie da Gasmasken auf dazu? Ja. Und der Arzt war so lange bei Ihnen? Bei mir. Nun, wenn Sie da hinkamen an die Gaskammern, waren denn da alle Menschen schon in die Gaskammern hineingepfercht worden? Nein, ich bin doch, da sind sie noch, sagen wir, beim Entkleiden gewesen, nicht? Und sind dann erst reingegangen in die Gaskammern. Nicht? Konnten Sie das von außen sehen, wenn die da bei der Entkleidung waren, oder war Ihnen das verdeckt? Nein, ich konnte es sehen. Sie konnten es sehen. Nun, ging das Hineinführen in die Gaskammern also ruhig und friedlich ab, oder gab es da auch mitunter Revolten und Spektakel? Soweit ich dabei gewesen bin, ist es alles ganz friedlich gewesen. Ja. Ganz ahnungslos. Ne? Und wer hat, was wurde denn den Leuten gesagt, die da in die Gaskammern reingingen? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin mit denen ja nicht in Berührung gekommen. Nein. Und wer hat die Leute denn hineingebracht in die Gaskammern? Waren das Häftlinge oder waren das SS-Leute oder wer war das? Nein, SS-Leute, es ist ein Wachkommando mitgegangen, nicht? Und es ist eben so gemacht worden, eine kleine Postenkette, nicht? Und das war alles, nicht? Und sagen wir vielleicht, dass irgendein Beauftragter, der was den Transport dem geleitet hat, nicht? Und das vielleicht veranlasst hat, nicht? Mit diesen Leuten. Nicht? Und wenn die SS-Leute nun die Büchsen da reingeschüttet hatten, sind sie dann gleich wieder weggefahren? Oder haben sie erst noch gewartet, bis vielleicht die Menschen da drin tot waren? Ja, das ist ja meiner Anschauung sehr rasch gegangen. Nicht wahr? Und da weiß ich, dass sich das Zeug wieder zusammengeklappt haben, nicht wahr? Haben ruhig, da weißt das Zeug wieder zusammengerichtet haben, nicht wahr, zum Wegfahren, nicht wahr, haben sie ruhig weggefahren, sind sie mit mir eben wieder weggefahren. Ne? Mit ihnen wieder weggefahren. Und wie lange hat das Ganze ungefähr gedauert? Ich nehme an, vielleicht 1 Minute. Bis zu einer Minute? Na, das scheint mir doch ein bisschen sehr knapp bemessen. Bitte, ich habe keine Ahnung, ich denke, ne, das so, weil man nichts mehr gehört hat. Ne, ungefähr kurze Zeit. Es war also nachdem das Gas eingeschüttet war, bis zu dem Moment, wo alles still war, ja. War denn vorher sehr viel Lärm und Geschrei? Naja, es war vorher nicht, ne, aber den Moment, wo man vielleicht das Gas hineingeschüttet hat, wo man gesehen hat, es handelt sich da um was anderes. Dass man vielleicht einen Entsetzungsschrei gemacht hat und dann war es auch, aber mehr nicht mehr. Sie sagten eben, wenn man gemerkt hat, es handelt sich um etwas anderes. Warum? Was ich nehme es an. Ne? Nehmen Sie es an. Ja, um was anderes hätte es sich denn gehandelt, wenn die Leute nicht vergast worden wären? Naja, es ist so gewesen, dass die Türen angeschrieben waren, Desinfektion. Ne? Das war angeschrieben. Das war angeschrieben. So, dass hat man den Leuten Leute, gesagt, die was reingehen, die lesen da drauf Desinfektion. Ne? Also da haben sie auch angenommen, sie kommen dann in den nächsten Raum rein, was ja nicht mehr gewesen ist. Ne? Hat man den Leuten gesagt, dass sie gebadet würden oder geduscht würden? Oder?
Ich war mit den Leuten ja nicht zusammen, die was da drin waren. Ich war ganz separat mit den Sanitätern und mit dem Arzt. Ja. Nun sagen Sie bitte, dieses Gas, was die Sanitäter da reingeschüttet haben, wo kam denn das her? Das haben die Sanitäter mitgebracht, zur Vorbereitschaft. Mitgebracht zur Vorbereitschaft. Ja. Wissen Sie, wo das aufbewahrt war? Nein, weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Und wie sahen denn die Behälter aus, in denen das Gas da transportiert worden ist? Naja, ist das so annähernd Blechbehälter. Ja, so können Sie mal zeichnen, wie hoch? So groß. So groß. Bitte. So ungefähr. Vielleicht nieder auch noch gewesen. Also größer als heutzutage die normalen Konservenbüchsen sind. Sie kennen doch die normalen Konserven. Ja. Konservenbüchsen sind ja nicht so klein. So groß, ja. Es waren also etwa doppelt so groß. Ich glaube, sie waren so groß, ne? Ja. Ungefähr doppelt. Aber so groß, sonst in dem Umfang und in dem. War es so wie eine Konservenbüchse? So ungefähr wie eine Konservenbüchse. Und stand da etwas drauf? Haben Sie so genau nicht gesehen? Das hat mich gar nicht interessiert. Ja. So neu wäre ich auch vielleicht nicht rankommen, weil sie hätten mir vielleicht gar nicht ranlassen. Nein, nicht, weil sie, glaube ich, sehr gefährlich ist. Waren es Weißfischbüchsen oder waren sie angestrichen oder hatten sie eine Farbe? Oder? Das wissen Sie nicht mehr. Ja, dieses Zyklon brachten die, oder also diese Büchsen, will ich sagen, brachten die Sanitäter mit. Nun sagen Sie bitte, kennen Sie noch Sanitäter, die damals mitgefahren sind? Möglich. Ja. Soweit sie sich nicht sehr stark verändert haben. Ja, nun kennen Sie die Namen dieser Leute noch? Ja, ein Name besonders, nicht wahr? Nämlich? Den Herrn Claire. Den Herrn Claire. Ist der mit dem Auto mit Ihnen rausgefahren, auch zum Krematorium oder zu dem Vergaser? Der ist nur einmal mit mir gefahren und da mit einem Gefängniswagen sind wir da beisammen gewesen, wie die Russen geflüchtet sind. Das einzige Mal, dass ich mit dem Herrn Claire überhaupt in den Sanko oder mit mir, dass er gefahren ist. Ja. Sie sind ein einziges Mal gefahren, zusammen mit dem Herrn Claire, und zwar in einem Sanka. Nein, mit einem Gefängniswagen. Jetzt sagen also Sie, mit der Mina, ne, hat das bei uns geheißen. Ne? Mit der Mina? Ja, bin ich gefahren, etwa, weil die Russen haben einen Ausbruch gemacht und da haben wir es mit den Wagen wieder zusammengeholt und da ist der Herr Claire mit mir gefahren. Ne? Wissen Sie noch ungefähr, wann das war? Das weiß ich nicht mehr. Es ist ja nur ein Russenausbruch gewesen in Auschwitz. Also Sie waren ja dort, wie Sie heute als möglich wieder hingestellt haben, von 42, Weihnachten 42, etwa ein Jahr. Das heißt also praktisch 43, im Jahr 43. 43, ja. Da war ein Russenausbruch und die hat man zusammengefangen. So viel man gefunden hat, nicht, wir haben zwei oder drei Stück gefunden, nicht, die haben wir wieder nach Hause gebracht. Zwei oder drei Stück? Stück, ja. Ach so, die haben sie in diesem Gefängniswagen mit nach Hause gebracht? Mit nach Hause geführt wieder, ja. Aha. Und da war der Claire dabei? Da ist der Herr Claire mit mir. Der hat also mit eingefangen, die Leute? Nein, wir haben es abgeholt von denen, die was eingefangen haben, von der Postenkette. Von der Postenkette. Und wo haben sie hingefahren? Nur wieder ins Lager zurück. Ins Lager und wohin ins Lager? Ja, wo haben wir denn da hingeführt? Ich glaube, wieder nach Birkenau raus. Das ist ja das Russenunterkunft gewesen, in Birkenau. Ja. Und wurden die dort in der Baracke abgeliefert, wo sie herkamen, oder sind die woanders hingekommen? Nein, die werden übergeben dem Lager, nicht wahr, dem Blockführer, und das ist für uns dann schon erledigt gewesen. Dem Blockführer, dann war es für Sie erledigt. Ja. Und warum ist der Claire da mitgefahren? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil er Sanitäter war, nicht? Ja, und ist es denn im Allgemeinen... Oder hat er Nachtdienst gehabt gerade? Doch nicht Aufgabe der Sanitäter, Gefangene zu transportieren. Ich meine, da waren doch andere Leute dazu da.
Ja, ich weiß selber nicht, wie das gekommen ist, aber jedenfalls mit mir gefahren. Ich kann das nicht anders. Aber bei dieser Gelegenheit ist niemand vergast worden? Nein. Und nun habe ich Sie vorhin gefragt, kennen Sie noch Sanitätsdienstgrade, die mit Ihnen zur Vergasung gefahren sind? Und da haben Sie gesagt, ja, einen Namen weiß ich ganz besonders, das ist der Claire. Und nun habe ich Sie näher gefragt danach und da schildern Sie mir diese Fahrt mit diesen wieder eingefangenen Russen. Ist er denn mit Ihnen nie zum Krematorium hingefahren? Nein. Der Claire? Kann ich mich nicht erinnern, das sind nur die zwei, was mit der Vergasung zu tun gehabt haben. Das sind zur Zeit, ich weiß nicht, ob die überhaupt Dienstgrade gehabt haben. Ich glaube, das waren. Ja, wie hießen sie denn? Das weiß ich nicht. Und da ist auch der Claire mit Ihnen nicht zur Rampe gefahren? Nein. Wissen Sie noch andere Namen von SS-Dienstgraden, die da mit Ihnen gefahren sind im Sanka? Also weiß ich überhaupt keinen. Ich weiß auch, ich habe es so nicht gesehen, dass er mich mehr befasst hat mit Ihnen. Nicht? Ich weiß, die waren auch nicht bei uns in der Unterkunft. Das habe ich jetzt nicht ganz begriffen. Ich habe es auch so nicht gesehen, dass ich mich mehr befasst hätte mit Ihnen. Nicht? War eine Kameradschaft, so wie mit den anderen von der Fahrbereitschaft. Nicht? Ja. Wo ich weiß, ich sag mal, also sogar beim Schlafen beisammen worden. Ja. Also Sie sagen, die haben Sie nicht näher gekannt und Sie können sich heute auf keinen Namen mehr erinnern. Ich habe es auch damals nicht einmal gekannt, namentlich. Einen Namen haben Sie aber genannt, und zwar haben Sie einen SDG Nierzwicki einmal genannt. Wem? Nierzwicki. Nierzwicki, ja, das ist auch, ja, den kenne ich auch, ja. Der war draußen in einem Lager, in einem Außenlager. War der wiederum nicht zwicke. Kennen Sie den SDG Neubert? Neubert kann ich mich nicht mehr erinnern. Hantel? Wie? Hantel? Auch nicht. Hantel und Teuerkauf? Nein, nie gehört davon. Und wie hieß denn der andere? Koch, ja, Teuer und Koch. Nein, auch nicht. Nicht gehört. Vielleicht noch mehr erst hinkommen. Ja. Und wie ist es mit Neubert? Neubert kenne ich auch keinen. Auch keinen. Und Schärpe? Bitte, der Name ist mir bekannt, aber ich weiß nicht, wohin mit ihm. Nun, da ist auch immer ein Arzt mitgefahren, sagen Sie. Wie hieß der? Welche Ärzte haben Sie mit Namen gekannt? Ja, das ist immer der Herr Dr. Wirth gewesen. Wirz. Wirz. Ja. Ja, ein großer, nicht wahr? Und dann der Lagerarzt, wird denn der geheißen? Endres Klein. Endres, glaube ich, hat er geheißen. Ja. Haben Sie auch den Dr. Lukas gekannt? Nein. Nun, wenn Sie also da nachts Alarm hatten und sind auf die Rampe gefahren, was haben Sie denn dort gesehen? Was taten denn da die Sanitätsdienstgarde und was tat der Arzt, wenn die an die Rampe kamen? Ja, gar nichts. Die sind bei mir im Sanitätswagen geblieben. Die haben ja nichts zu tun gehabt an der Rampe. Ja, uns ist bisher immer erzählt worden, dass die Ärzte zum Beispiel zu unterscheiden gehabt hätten zwischen den arbeitsfähigen und nicht arbeitsfähigen Leuten. Bitte, das weiß ich nicht. Ich bin von meinem Sanitätswagen ja nicht weggegangen. Und wer da entscheidet hat, ob die ins Lager kommen oder nicht ins Lager kommen. Ich glaube, das ist. Ja, Sie hatten. Wer hat denn diese Entscheidung getroffen? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht der Transportführer mit dem Arzt. Ja, also nicht, bei Ihrer Vernehmung in Wien. Ich weiß es nicht. Ich kann nichts Genaues sagen über das, weil ich ja nicht zugegen war, dass ich dort mit Ihnen die Verhandlungen angehört habe. Am 24. Mai 1962, Vorhalt aus 12.515. Bei Ihrer Vernehmung in Wien hatten Sie noch ein bisschen besseres Gedächtnis. Da haben Sie gesagt, die Ärzte hatten auch turnusweise Dienst. Die Ausmusterung für die Vergasung erfolgte an der Rampe durch einen der Schutzhaftlagerführer.
Ja, das hat ist ja kein Arzt, nicht Lagerführer. Ja, und ich habe Sie gerade eben gefragt, wer hat denn die Ausmusterung vorgenommen? Und da haben Sie gesagt, das weiß ich nicht. Wenn ich Ihnen nun vorhalte, dass Sie damals gesagt haben, es wäre der Schutzhaftlagerführer gewesen, können Sie sich da jetzt drauf entsinnen? Na, das... So genau ist das nicht, nicht weil was da aufgenommen ist worden. Ne? Warum? Weil der Schutzhaftlagerführer ja nicht immer bei einem Transport gewesen ist. Ja, nur wer hat denn nun dann die... Der jeweilige Transportleiter, der was ihm bestimmt ist worden, denke ich. Ne? Der Transportleiter? Ja, der was ihm bestimmt ist worden. Der Transportleiter hat doch nur die Aufgabe, die Leute in Auschwitz an der Rampe abzuliefern. Dann kamen sie doch in den Gewahrsam des Lagers. Dann musste also doch eine andere Person da eingesetzt werden. Der konnte doch im Lager nicht herum fuhrwerken. So ging es ja nun auch nicht. Nun weiter. Was geschah denn nun mit den Leuten, die nicht arbeitsfähig waren? Sobald sie Juden waren, nicht was, sind sie zur Vergasung gekommen. Und wie geschah das? Ja, sie sind mit dem Transport, mit den Wagen rausgeführt worden zur Gaskammer. Also da waren Wagen dort, waren das Lastwagen? Ja. Und wie viele Personen wurden da ungefähr auf einen Wagen draufgeladen? Sie haben mal gesagt, 30 bis 50 Personen. Ja, das ist möglich, 30. Und wie viele Wagen waren es? Ja, wie viel? Es kommt auf die Größe des Transportes an, ne? In der 5 oder 6 oder mehr auch. Ne? Je nach der Größe des Transportes. Oder sind sie öfters sechs. Gefahren wiederum. Ne? Oder sind öfter gefahren. Ja, und wann fuhren Sie denn nun mit dem Sanker nach der Vergasungsanlage hin? Ich bin schon vorher hingefahren, also vor den Transport. Ne? Ich glaube das, ich kann mich ja nie mehr so genau erinnern, das sind 20 Jahre her, entschuldige schon. Ne? Sie haben damals vorher gesagt, gefahren bin oder nachher gefahren bin. Wenn diese Lastwagen von der Rampe abfuhren, musste ich mich mit dem Sanker hinten anschließen. Na, dann wird es so gewesen sein. Das ist ja schließlich so egal, ob ich jetzt vorne fahre oder hinten, glaube ich. Ne? Ja. Hinfahren habe ich müssen. Und wer hat Ihnen denn nun gesagt, dass Sie dorthin fahren müssten? Ich habe doch den Befehl gehabt, dass er von der Vordienstleiter war. Ja, gewiss, aber wann Sie abfahren mussten, Sie sagt der Arzt. Der Arzt hat das gesagt, ne? Also wir können schon fahren. Ne? Ja. Mhm. Und wo war denn nun die Vergasung, wo fand die denn statt? In Birkenau. In Birkenau. Und können Sie sich noch entsinnen, wo das in Birkenau war? Ja, wie entsinnen, ja, was Sie bezeichnen? Wenn Sie mal hier an die Karte treten wollten, die da an der Wand hängt, da sehen Sie links einen gelben Strich. Das soll die Rampe, gehen Sie mal hin, gucken Sie es mal an. Das soll die Rampe darstellen. Bitte? Das Lager kenne ich gar nicht. Das ist Birkenau. So war es damals nicht. So war es damals nicht. Wie war es denn? Treten Sie bitte an das Mikrofon da. Da sind doch gar keine Gleise ins Lager hineingegangen, wie ich dort war. Ja, Sie sagten doch, die Rampe war in Birkenau und das war im Jahr 1943. Ja, das hat zu Birkenau gehört. Birkenau hat drüber der Bahn angefangen, ne? Ja. Ich sehe da keinen Bahndamm, gar keinen. Doch, da ist eine Bahnrampe. Wo? Und zwar, wenn Sie... Im Lager. Da nehmen Sie mal den Stock. Ja. Wenn Sie da links hinfahren würden, ja, das ist die Rampe, ganz recht. Ja, das ist die Rampe, aber bitte... Es ist ja da noch ein Gleis gegangen, das was nach Krakau raufgegangen ist, ne? Aber nicht durchs Lager. Nein, und neben diesem Gleis war damals die Rampe. Ja, die war noch nicht im Lager Birkenau. Die war noch nicht im Lager drinnen, wie ich dachte. Aha. Und wo war denn nun die Vergasung, wo fand denn die Vergasung statt? Ja,
Also, ich nehme an, dass hier die Bahnlinie geht. Nach Krakau, bitte. Ja, das ist unten, ja. Ja. Dann war hier die Rampe vom Birkenau damals. Und hier draußen ungefähr war ja. Die Vergasung. In den Bauernhäusern. Ja. Das waren umgebaute Bauernhäuser. Ja. Schön, dann nehmen Sie wieder Platz. Ja, Sie haben damals gesagt, die Leute hätten erst in die Stallbaracke gehen müssen und sich dort ausziehen müssen und von dort seien sie in den Bunker geführt worden. Ja. So was. Und hatte dieser Bunker zwei Räume oder nur einen? Ja, das sind getrennte Bunker gewesen für Männer und Frauen. Das waren zwei Bunker, zwei getrennte Bunker, Häuser. Ja. Mhm. Und mussten Sie denn nicht mit Ihrem Sanka vor dem, also die Frage, die Antwort auf diese Frage können Sie verweigern. Ich frage Sie, ob Sie mit Ihrem Sanka nicht mit den Scheinwerfern den Bunker anstrahlen mussten. Ja. Ja. Und dann haben Sie gesagt, also die Gasbüchsen wären in ein unter dem Dach befindliche Luke hineingeschickt worden. Das haben Sie ja vorhin auch gesagt. Ja. Sie sagten, Sie hätten sich um diese Vorgänge nicht gekümmert. Und den Befehl hätten Sie von der Fahrbereitschaft bekommen. Nun sagen Sie, hatten Sie einen schriftlichen Fahrbefehl zu diesem Fall? Innerhalb des Lagers nicht. Innerhalb des Lagers nicht. Haben Sie auch mal einen Fahrbefehl bekommen, um solche Gasbüchsen außerhalb des Lagers zu holen, von einer Fabrik? Überhaupt nicht. Nein. Haben Sie einmal einen Befehl bekommen, dass Sie sogenannte Muselmänner nach Birkenau bringen mussten? Auch nicht. Und dass diese Muselmänner dort von einem Arzt zusammen mit dem Nierzwicki durch Einspritzung getötet worden sind? Ist mir nichts bekannt. Ich lese Ihnen vor, 12.516. Einmal musste ich auch über Befehl der Fahrbereitschaft mit einem Sanka vom Stammlager ca. 10 Muselmänner nach Birkenau zu einem mir unbekannten Gebäude bringen. Dort wurden die Muselmänner von einem mir unbekannten Arzt und der Assistent des SDG Nierzwicki abgespritzt. Ich kann mich heute nicht mehr genau erinnern. Es könnte aber sein, dass der Arzt, der dies gemacht hat, der Ortarzt Dr. Wirz war. Nachher musste ich die Leichen mit dem Sanka ins Krematorium des Stammlagers führen. Das ist doch eine ganz eingehende Schilderung. Da wissen Sie heute nichts mehr davon. Naja, es ist schon viel Zeit darüber gerungen, nicht? Das sind genau 2 Jahre seit Ihrer Vernehmung. Ja. 24.05.62 in Wien vor dem Oberlandesgerichtsrat Franz Fiedler in Gegenwart des Untersuchungsrichters Dr. Düx aus Frankfurt am Main. Das haben Sie vor 2 Jahren noch gewusst. Und vor 2 Jahren, das war ja immerhin 20 Jahre fast, von den damaligen Vorkommnissen entfernt, während es heute nur 2 Jahre seit Ihrer Vernehmung sind. Damals haben Sie das gewusst, heute wissen Sie es nicht mehr. Ja, wenn ich damals gesagt habe, wird es wahr gewesen sein, ne? Ist ja klar. Bitte, dann tja, kann ich ja das heute auch wieder bestätigen. Sorry, wenn ich daran erinnert wäre, nicht wahr? Dann das vielleicht ein. Haben Sie denn öfter Leichen befördert mit Ihrem Sanka?
Ja, ich habe einmal Leichen befördert, die was, sagen wir, auf Flucht erschossen sind worden. Ne? Ja, ich meine, habe ich holen müssen, nicht, weil ich der Einzige war, was nur die sagen, also Häftlinge fahren hat dürfen, ob lebend und ob tot. Ne? Ja, haben Sie denn öfter Leichen gefahren, die vorher durch Einspritzungen getötet worden waren? Nein, überhaupt sonst keine. Ja, dann müsste Ihnen das doch eigentlich sehr in Erinnerung sein, denn ich könnte mir vorstellen... Ja, ich sage, ich kann mich ja wieder erinnern. Ne? Sie können sich wieder erinnern. Tja. Haben Sie den Angeklagten Dilewski gekannt? Dilewski. Nicht bekannt. Wird das auch ein Sanitäter sein? Nein, das war ein Mitglied der politischen Abteilung. Wer hat Sie denn damals vernommen, als Sie ohne Fahrbefehl zwei SS-Leute, die auf Urlaub fuhren, zum Bahnhof brachten? Das war auf jeden Fall ein Wiener. Bitte? Ein Wiener war das, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ein Wiener war es. Ja. Ja, und Sie sind dann auch mal in den Bunker gekommen, bevor Sie zur Strafkompanie kamen? Ja, da bin ich auch wegen denen in den Bunker gekommen, nicht, weil ich die dort hingeführt habe am Bahnhof. Oder war das wegen dieser anderen Sache, wo Sie nachher degradiert worden sind? Und da bin ich ein zweites Mal in den Bunker gekommen, ja. Wer hat Sie denn damals in den Bunker eingewiesen? Im Bunker eingewiesen? Ja. Das erste Mal? Ja, und das zweite Mal. Ja. Das zweite Mal bin ich abgeurteilt worden vom Gericht, ne? Nein, also wer hat Sie denn in den Bunker geschickt? Wer hat Sie denn dort festgenommen und hingebracht? Und da kann er mir niemand mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Ja, ich habe keine Fragen mehr dazu. Bitte schön. Sie sagten, der Kler wäre nur ein einziges Mal mit Ihnen im Sanka gefahren, ja? Ja. Oder eben in dem Gefängniswagen. Ja, ein einziges Mal. Ja. Haben Sie den Kler zu diesem Zeitpunkt schon gekannt? Ja, selbstverständlich. Woher haben Sie ihn gekannt? Bitte? Ja, freilich. Ja, haben Sie dienstlich mit ihm zu tun gehabt? Nein, eigentlich nie. Ja, woher kannten Sie ihn dann? Na, weil er ein Sanitäter war, nicht, und weil man sich öfters begegnet hat. Nicht? Dann verstehe ich nicht, dass Sie nicht die Namen von den Zweien wissen, die immer mit Ihnen im Sanka zur Rampe gefahren sind, beziehungsweise zur Gaskammer. Immer mit mir? Bitte? Ja, Sie sagten doch vorhin... Ich sind immer die Gleichen geworden. Ja, waren seien immer die Gleichen mit Ihnen zur Gaskammer gefahren. Sind die immer Namen, die Gleichen gewesen? Ja, zwei wären immer mit Ihnen gefahren. Ja, zwei wären immer mit mir gefahren, aber da. Und die Namen von diesen beiden hätten Sie damals nicht gewusst? Ich bin ja nicht täglich gefahren und auch vielleicht in der Woche, war nicht wöchentlich. Ne? Das ist vielleicht in 14 Tagen oder je nachdem, wie man zum Dienst gerade drankommen ist, dass gerade der Transport gekommen ist. Ne? Ja, schön. Dann verstehe ich nicht, dass Sie die Namen von diesen beiden damals nicht gewusst haben. Vielleicht habe ich es damals gewusst. Vielleicht. Ich glaube kaum, dass ich es gewusst habe. Ich kann mich heute nicht haben mehr Sie erinnern. Aber gesagt, Sie hätten sie nicht gekannt. Nein, ich sage, vielleicht habe ich es gekannt. Ne? Ich glaube kaum, dass ich es gekannt habe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich es gekannt hätte. Weil dann wieder Fremde gekommen sind, nicht, die was vom Kurs zurückgekommen sind, die haben müssen einen Kurs machen. Ne? Ja, ich wundere mich nur, dass Sie den Namen Claire heute so spontan gesagt haben. Ja, Claire, als der Vorsitzende Sie fragte, wer mit Ihnen gefahren ist. Der war doch lange im Lager. Ne? Und nachher hat man doch wollen Sie die beiden nicht gekannt haben, die mit Ihnen gefahren sind. Dann wieso in Türkei? Vielleicht kann er mich erinnern auf den Namen. Bin ich ganz wenn klar. Nennen. Bitte? Vielleicht kann er mich erinnern auf den Namen, wenn Sie es nennen. Hallo. Keine Frage mehr. Die Staatsanwaltschaft. Herr Hülbinger, sind Sie ganz sicher, dass Sie erst Ende 1942 nach Auschwitz gekommen sind? Ganz sicher bin ich mir nicht. Kann es möglich sein, dass das, was Sie uns da geschildert haben, mit den Vergasungen in den Bunkern, dass das im Jahre 1942 war? Nein, ich bin 40 eingerückt und bin zu Weihnachten
40, ich weiß nicht, war ich schon zu Weihnachten dann in Auschwitz oder war ich erst nach Weihnachten in Auschwitz, das weiß ich nicht. Können Sie sich erinnern, wie das organisiert war mit den Sanitätsdienstgraden, die das Gas zur Rampe mitgenommen haben? Hatte der Claire damit irgendetwas zu tun? War das der Chef von denen? Das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnisse. Es war auch nie was gesagt von drüber und ich habe auch niemanden gefragt. Ist Ihnen da nicht bekannt geworden, ob dieses Kommando einen besonderen Namen hatte? Muss man sagen, beispielsweise Vergasungskommando oder sowas, Desinfektionskommando? Ja, das ist auch möglich. Ja. Wie haben Sie sie denn genannt? Bitte? Wie haben Sie sie denn genannt, wenn Sie von denen gesprochen haben? Damals im Lager? Vergaserfritzen. Wie Vergaserfritzen, ja. Und da wussten Sie nicht, ob der Claire mit denen was zu tun hatte? Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja, da muss ich Ihnen vorhalten aus Ihrer Aussage. In Wien vor dem Untersuchungsrichter, da sagten Sie, meiner Erinnerung nach, dürften die Vergaserfritzen dem höchsten Sanitätsdienstgrad, dem SS-Oberscharführer Claire, unterstanden sein. Ja, das ist keine Behauptung. Was denn? Nicht? Wenn Sie dürften, Sie nicht, weil das ist... Ich glaube, also das ist so, wie ich glaube. Ne? Das ist noch eine Frage, Herr Stadtmann. Ja. Sie sagten, Sie seien nur nachts zur Rampe gegangen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Tagsüber nie? Nie. Nie. Dann sagten Sie, Leiter der Fahrbereitschaft sei der Herr Wiegand gewesen. Das ist ja auch so richtig. Nun sagten Sie bei Ihrer Vernehmung in Wien, die Fahrbereitschaft als Ganzes habe der Kommandantur unterstanden. Ja. Ist das richtig? Ja. Woraus schließen Sie das oder woher wissen Sie das? Na, weil wir doch, sagen wir, Sie gehörten waren. Sie waren zur Kommandantur kommandiert. Ja. Ob Chef der Fahrbereitschaft, also der Unterschied zwischen Leiter und Chef der Fahrbereitschaft, ist Ihnen der bekannt? Wer gab denn die Fahrbefehle aus, wenn Sie mal aus dem Lager raus mussten? Wer wir haben es bekommen von Herrn Hauptchauffeur Wiegand. Hat der Sie auch unterschrieben? Von ihm haben Sie sie bekommen, ja. Na, das kann ich nicht. Das können erzählen. Sie nicht sagen, ob der Sie unterschrieben hat. Ja. Dankeschön, Herr Rechtsanwalt Rabe. Eine Frage, Herr Zeuge, wie lange dauert denn durchschnittlich eine Selektion auf der Rampe? Eine Ausladung, nicht wahr? Ja. Stunde, eineinhalb. Eine Stunde, ja, gut. Was haben Sie denn dann dort gemacht auf der Rampe eine Stunde lang? Ja, da bin ich entweder in den Wohn gesessen oder... Ich bin bei meinem Wagen gewesen, auf jeden Fall. Ja, gut. Und die Sanitäter saßen auch im Wagen, ja? Ja. Ja. Und die Ärzte auch? Ja, der Arzt, der wird, der hat sich schon bewegt, nicht wahr? Ja, wie? Hat er sich im Wagen, hat die Beine bewegt? Oder? Nein, der ist ausgestiegen, nicht wahr, und ist zu den Dienstgraden hingegangen, hat sich vielleicht unterhalten, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Also der Arzt möglich, ist ausgestiegen. Vorhin sagten Sie eben, er blieb im Wagen oder beim Wagen. Also, er ist also ausgestiegen. Bei der Vergasung, nicht? Nein, ich spreche von der Rampe momentan. Ja. Er ist also ausgestiegen aus dem Wagen und ist auf die Rampe gegangen. Ja. Also ja nicht, oder nein? Ja, nicht an jeder. Nicht? Einmal ist er ausgestiegen, einmal ist er auch am Wagen geblieben. Nicht? Was war die Regel? Bitte? Was war die Regel? Die Regel? Ja. Die Regel, was er in der Regel getan hat. Normalerweise, ob er sitzen geblieben ist oder ob er meistens ausgestiegen ist. Will der Rechtsanwalt wissen? Ja, meistens ausgestiegen. Meistens ist er ausgestiegen. Weil es ja länger gedauert hat. Hat er Ihnen dann, haben Ihnen die Ärzte dann erzählt, was Sie auf der Rampe gemacht haben? Nein. Nicht? Haben Sie sie mal gefragt? Nein, das ist doch ein Vorgesetzter, nicht wahr? Was hatten Sie eigentlich für einen Eindruck, was es für einen Sinn hatte, dass Sie eine Stunde lang auf der Rampe herumstanden oder saßen? Ja, danach habe ich ja nicht gefragt, nicht, und bitte... Sehr oft herumgestanden, sinnlos. Ja, aber das es wurde Ihnen doch immer angeordnet. Es konnte Ihnen doch nicht angeordnet werden, jeden Tag eine Stunde lang sinnlos
rumzustehen. Es war doch genau eingeplant, dass Sie vor der Vergasung auf die Rampe fahren. Was war also der Sinn dieses Befehls? Ist Ihnen das mal klar geworden? Das ist doch keine Frage. Ich doch, doch das jeden ist Tag vorgekommen. Der Frage in dieser Form. Das ist, das sind ja nicht, das ist ja nicht jeden Tag vorkommen. Ne? Naja, Herr Rieswald, Steinacker, so einfach ist es nicht. Ja, er kann doch nicht die Frage warten, was der Sinn eines Befehls ist. Der Herr Nebenkläger kann zum Beispiel fragen, warum sollten Sie denn an die Rampe fahren? Sehen Sie, und da kommen wir schon gleich auf den Sinn des Befehls. Ja, gut, in Ordnung, beantworten. Tut mir im Schoß. Ja. Also, bitteschön. Warum sind Sie denn überhaupt an die Rampe gefahren? Das will der Herr Nebenkläger wissen von Ihnen. Weil der Transport angekommen ist. Wenn kein Transport nicht kommt, fahre ich ja nicht hinaus. Nein, wir sprechen von der Zeit, wenn der Transport ankam. Ja, na, selbstverständlich. Weil der Transport angekommen ist. Ja, und warum sollten Sie denn, wenn ein Transport ankam, dorthin fahren? Ja, weil eben die Vergaserfritzen nicht zugegen sein mussten, wenn sie vergasen wollten. Ja, die haben ja doch nicht an der Rampe vergast, sondern doch in diesem Bunker vergast. Warum wurden die denn dann erst spazieren gefahren an die Rampe? Das ist ein Weg gewesen, das war ein Vorbeifahren. Da sind sie nur vorbeigefahren. Das war ja ein Weg. Die Rampe ist ja am Weg gelegen. Ja. Von uns damals. Nicht diese Rampe. Ja. Sie sagten, es war die alte Rampe. Ja, und da sind Sie da vorbeigefahren. Sie sind aber nicht vorbeigefahren, sondern Sie haben angehalten und Sie hatten ja auch die Vorschrift, dort anzuhalten. Und warum mussten Sie denn die Leute da ausgerechnet erst zur Rampe fahren? Warum sind Sie denn nicht gleich durchgefahren zu dem Bunker? Ich bin dort stehen geblieben, weil es mir befohlen ist worden und bin eben nicht weitergefahren. Und er stand weitergefahren, bis mir der Arzt den weiteren Befehl gegeben hat. Ich bin den Arzt unterstanden. Ne? Sie sind Arzt unterstanden. Und warum wollte der Arzt denn dorthin fahren, wenn Sie doch gar nicht ausgestiegen sind oder wenn die Ärzte gar nichts zu tun hatten dort? Warum wollten die denn dorthin fahren? Nur aus Neugierde vielleicht? Ich habe den Arzt nie gefragt, warum. Aber jedenfalls, Sie sind in der Regel ausgestiegen, ja? Ja, Sie sind ausgestiegen, haben sich die Füße vertreten und wenn Sie jemanden begegnet haben, dann werden Sie sich unterhalten auch haben. Ne? Danke schön. Herr Dr. Kaul. Herr Dr. Stolling, 2. Zeuge, wo standen denn die Wagen der Fahrbereitschaft im Lager? Wissen Sie das noch? Ja, in der Vorbereitschaft drin, nicht? In der Garage. Ja, wo war die denn? Die war in der Verlängerung von den Kammern und dem Türgebäude. Und brauchten Sie zu allen Fahrten, die Sie mit einem LKW oder mit einem Sanker gemacht haben, einen Fahrbefehl? Nein, innerhalb des Lagers nicht. Innerhalb des Lagers nicht. Was heißt innerhalb des Stammlagers oder innerhalb des Lagers Birkenau? Innerhalb des ganzen Lagers, ne? Birkenau, also große Postenketten, wie man sagt. Innerhalb der großen Postenkette brauchten Sie keinen Fahrbefehl. Ja, schriftlichen Fahrbefehl oder Fahrbefehl? Wir sprechen vom Fahrbefehl, Staatsanwalt, natürlich von dem schriftlichen. Vom mündlichen haben Sie bisher noch nichts in die Verhandlungen hineingebracht. Da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten. Haben Sie selbst mal einen solchen Fahrbefehl gesehen? Anfischen. Ja, selbstverständlich. Ich glaube schon, dass ich ihn gesehen habe, öfters wie einmal, weil ich auch auswärts gefahren bin. Wissen Sie noch, was auf einem solchen Fahrbefehl drauf stand? Die Route. Bitte? Den Ort, wo ich hinfahre. Ja, zum Beispiel? Naja, Beispiel. Angenommen, Buna. Nach Buna. Ne? Haben Sie jemals einen Fahrbefehl in Händen gehabt, in dem drauf stand, dass Sie zu den Gaskammern nach Birkenau fahren müssen? Nein. Danke sehr, keine Frage. Ja, Dr. Stolling, wenn ich den Zeugen recht verstanden habe, hat er uns doch gerade eben gesagt, innerhalb des Lagers, zu dem auch Birkenau gehörte, gab es überhaupt gar keine schriftlichen Fahrbefehle. Eben darum, Herr Dann kann doch auch nicht drauf gestanden haben, Fahrt zur Gaskammer nach Birkenau. Eben darum, das wollte ich von dem Zeugen bestätigt haben. Ja, eben, wenn er nach Buna gehört, er doch auch zum Lager. Buna ist doch nicht die große Postenkette, da bin ich doch durch Auschwitz durchgefahren.
Da musst du außerhalb der großen Postenkette fahren. Ja, und wie war es denn Birkenau? Das war innerhalb, oder wie? Birkenau ist doch auf der Rückseite, ne? Von werden bezüglich. Also noch Fragen von der Staatsanwaltschaft, von der Verteidigung oder von den Angeklagten, Erklärungen? Nein. Werden bezüglich der Beeidigung Anträge gestellt? Bitte den Zeugen nicht zu beeidigen nach 60 Ziffer 3. Beeidigung des Zeugen. Zunächst bin ich noch bei der Begründung meines Antrags. Gemäß § 60 Ziffer 3 sind bei Personen, die der Tatfläche den Gegenstand der Untersuchung bilden, der Beteiligung an ihr verdächtig sind, ist von der Beeidigung abzusehen. Der Zeuge hat hier klar und von all dem, was er an gesagt hat, ist eins jedenfalls konstant. Er hat bei der Durchführung der Massenmorde die Scheinwerfer des von ihm gesteuerten PKWs oder Sandkass auf die Mordstätte gelenkt. Wenn hier nun, wenn das keine Beteiligung ist, dann weiß ich nicht, was strafrechtlich eine Beteiligung ist. Ich bitte insofern von 60 zu 3 Gebrauch zu machen, den Zeugen nicht zu beeidigen. Ganz abgesehen, ich erspare es mir und versage es mir auf den anderen Eindruck, den seine weiteren Aussagen gemacht haben, hier näher einzugehen. Ich habe dem dadurch Ausdruck gegeben, dass ich es von der Befragung Abstand genommen habe, weil ich es einfach mit der Würde einer allgemeinen Verhandlung, die der Wahrheitsfindung dient, nicht in Einklang bringen kann, mich an diesen derartigen Befragungen zu beteiligen. Herr Dr. Stolling 2. Ich schließe mich dem Antrag an. Ja. Wollten Sie noch das Wort haben? Ich beantrage die Beeidigung des Zeugen, die Ausführung des Nebenklägers Kau, ja. Nämlich grundsätzlich nicht zur Kenntnis. Herr Rechtsanwalt Göllner. Ich beantrage meines Kollegen Stolting an, beantrage Beeidigung des Zeugen. Ja. Das Gericht wird dann darüber entscheiden. Bitte nehmen Sie einstweilen Platz da hinten, ja? Bitte. Es ergeht dann Beschluss, die Vernehmung, die Protokolle über die Vernehmung der Zeugen Goretzki und Zajak sollen gemäß § 251 Absatz 2 Strafprozessordnung